Moin Leute und herzlich willkommen auf Panrohr Tutorials und heute gibt es ein automatisches Zuckerrohrfarm Tutorial und das ist auf Wunsch eines Abonnenten und zwar unter dem einigermaßen neuen Video. Vorschläge für Tutorials könnt ihr da machen und da hat einer vorgeschlagen, halt, dass ich eine automatische Zuckerrohrfarm machen soll und dabei hat mir halt Bool HD geholfen und auf jeden Fall. Die Idee hier von dieser automatischen Zuckerrohrfarm stammt von ihm. Danke, dass ich sie benutzen darf und euch auch heute das Tutorial von zeigen darf. Sein Channel wird auf jeden Fall verlinkt. Und ihr seht hier, er spuckt schon mit Zuckerrohr rum wie so ein Mongo. Und hier, wo die ganzen Bäume stehen, sieht man auch schon die automatische Zuckerrohrfarm so im Wesentlichen. Und wir werden heute jetzt einfach mal runtergehen. Und hier sieht man wieder so einen Abfluss sozusagen, wo alles runterkommt. Und hier drückt man halt auf diesen Knopf. Und oben wird halt alles geschält sozusagen. Und es fliegt dann sozusagen runter. Ja, heute zeige ich euch dann mal, wie es funktioniert, diese ganze Farm. Dafür habe ich auch schon das Loch sozusagen vorbereitet dafür. Ihr seht, ihr seht nochmal von oben. Vorher nochmal kurz, was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür Erde, 2 Stacks müssten eigentlich reichen, ich habe jetzt 3 Stacks, dann genau 34 Kolben, 3 Wassereimer, ein Schild, ein Schalter, dann noch eine Schaufel und eine Spitzhacke halt zum Loch ausgraben, dann noch, ich glaube, 17 Zuckerrohr waren es, ja, 17 Zuckerrohr, dann noch Redstone, genau, weiß nicht wie viel, ich glaube ungefähr 17, noch ein bisschen mehr als 17, noch Glas, und 17 Redstone Repeater und auch noch ungefähr 6 Leitern. Ja, erstmal fangt ihr mit dem Loch an. Das Loch sollte 17 lang sein, das heißt hier lang 17. Und eine Breite von 5 haben. Ich glaube es waren 5, ja waren 5. Denn hier unten läuft dann das Wasser entlang. Hier kommen dann die Kolben hin. Und hier kommen die Pflanzen hin und hier kommen die Kolben hin und hier oben die Schaltung. Ich fange heute einfach mal an mit dem Wasser. Da setzt man einmal hier in die Ecke einen Wassereimer und hier in die Ecke einen Wassereimer. So, jetzt sollte hier sich so ein Punkt ergeben, wo sich beides sozusagen, wobei es aufhört zu fließen. Hier baut euch jetzt erstmal runter. So. Ja, das müsste reichen. Baut euch dann erstmal runter. Leider ist jetzt bei mir jetzt das Problem mit dem Kies. Leider habe ich auch keine Fackel dabei. Deshalb jetzt das ganze Scheißkies hier langfliegt wie so ein Mongo-Kies. Schade, schade. Das ist gerade jetzt passiert. Aber egal, wir lassen uns davon einfach nicht aufhalten. Und ich gehe einfach mal weiter nach hier. So. Wir können jetzt mal provisorisch das hier oben noch zubauen mit Erde. Und so. Und dann wieder hoch. Ja, jetzt ist hier wieder das ganze Kies, der ganze Kies, whatever. Baut man das hier wieder ab. Und nach hier oben natürlich die Leitern. Deswegen braucht ihr die halt auch. Jetzt habe ich den Aussehen auf die falsche Seite. So. Jetzt kommen wir an die Oberfläche. Okay, dann brauchen wir doch noch mehr Leitern als erwartet. Oder wir bauen einfach hier so hin. So, jetzt hat man auf jeden Fall schon mal den Ausgang. Hier sieht man schon, er hat ein bisschen was runtergeworfen. Kommt hier unten direkt schon an. Jetzt braucht ihr am besten noch auch ein Schild. Leider am Anfang nicht erwähnt. Das braucht ihr dafür, dass ihr hier oben dann einen Wassereimer noch mit reinhaut. Das Schild blockt sozusagen jetzt das Wasser, was hier runterkommt. Das fließt dann einfach besser dann hier runter. Und ja, jetzt gehen wir mal hoch. Und müssen jetzt in diesem ganzen Gedöns hier natürlich erstmal noch hier pflanzen. Pflanze einfach hier Zuckerrohr, das ist genau 17
lang, wie am Anfang schon erwähnt. Ja, hier habe ich noch ein bisschen gefailt. Hier in der Mitte muss man speziell so weit runter gehen, was nämlich sonst mit dem Wasser nicht klappt. Muss man ein bisschen weiter runter gehen als bei den normalen. Das heißt, in der Mitte merken, ein wenig weiter runter gehen. So, jetzt muss man natürlich hier auch noch eins tiefer bauen, damit man das hinterher bauen kann mit den Kolben. Hier baut man dann jeweils mit den Kolben so, erstmal so eine Reihe, so normale. So. Aha, so. So, 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 so. So. Muss erstmal wieder hochkommen. Ja. Okay. Das ist jetzt ein bisschen fail, weil es jetzt ein bisschen schwieriger wird, die Kolben zu platzieren. Aber so schwierig dürfte es jetzt auch nicht werden. Nur halt ein bisschen zeitaufwendiger. Ja, verdammt. Ja, verdammt, fail ich direkt zweimal. Auch gut. Aber egal. So. So. Und jetzt platziert man halt ganz gemütlich hier drauf nochmal die zweite Reihe Kolben. Warum eigentlich zwei Reihen? Ganz einfach deswegen, wenn man die unterste Reihe nur nimmt, wird zwar oben die Reihe, die noch oben drauf ist, mit abgehackt, aber sie bleibt meistens, beziehungsweise bleibt sie auch dort hängen halt. Also in dem zweiten Kolben bleibt die ja immer hängen. Das heißt, man kriegt halt nicht alles Zuckerrohr, was man überhaupt kriegen kann. So. Bauen wir am besten das Ganze nochmal ab. So eine provisorische Plattform, sozusagen. So. Okay. So, so. So. Jetzt hier. Und so. So. Jetzt ist das wieder mal geschafft. Wir haben jetzt sozusagen das Zuckerrohr gepflanzt. Jetzt kommen wir zu der Schaltung. Die ist eigentlich auch nicht schwer. Dafür nehmt ihr halt eure 17 Redstone Repeater. Setzt die jeweils einfach hinter die ganzen Kolben. Dann dort hinter wieder eine ganze Schicht voller Redstone, so. Wir könnten das jetzt schon mal testen. Ich weiß nicht genau, ob das klappt, wenn ich den Schalter hier platziere. Doch. Man sieht, das eine, was schon gewachsen ist, fliegt auch runter. Weil wir es natürlich alles ein bisschen praktischer haben. Ja, dafür ja, baut ihr halt das hier noch mit aus. So. Das heißt, noch eins breiter, als ich am Anfang erwähnt habe. Da müsst ihr jetzt natürlich wissen, wie tief ist mein Raum eigentlich. Hier, mein Raum hier ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 4, 1, 2, 3, 4 tief halt von dem einen Becken aus. 4 und das muss dann bis da, das heißt 3. 3 muss ich insgesamt runter gehen, damit ich das 3 von da. Und das heißt 4, 5, 6. 6 runter müssten eigentlich reichen. 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Am besten baut ihr dann so eine Wendeltreppe. Dass man schön die Schaltung runterbauen kann. Das sind jetzt, glaube ich, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, noch eins muss es noch runter. So, und jetzt müsst ihr halt
Oh, 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 das war jetzt schlecht. Schlecht, ja, kalkuliert. Von mir. Ihr müsst halt einfach nur euren Raum finden. Ah, ja. Muss es auf jeden Fall, ja. Noch eins runter. Ein bisschen, ja, wieder verfehlt. Den Raum. Aber egal. Das heißt, wenn ich jetzt auch eins noch hier und dann einfach die ganze geradeaus, so dass ihr halt einfach auf euren Anfang trifft von dem Raum. So. Leider ist hier überall Kies, deswegen ist es schon etwas länger als erwartet. Ihr seht jetzt hier, jetzt kann ich hier schon mal den Schalter platzieren. Hier ist jetzt ein bisschen gefailt, noch von gerade eben. Egal, ich nehme mir einfach mal wieder das Schild und setze das dahin. So, ja, jetzt ist leider auch kein Wasser mehr da. Schade, muss ich mir gleich Neues holen. Und ja, so. Jetzt, oha, jetzt habe ich ein bisschen wieder gefailt. Egal, ich gehe einfach wieder hier runter und dann hier hoch. Lalalala. So. Also, das ist ein bisschen längeres Tutorial. Ihr seht schon, es ist ein bisschen komplizierter. Alles nicht kompliziert, aber es ist halt ein bisschen mehr Arbeit. Aber ich sag euch schon mal so, es lohnt sich. Anstatt das hinterher alles von Hand zu pflücken. Und vor allem könnt ihr, wenn ihr nicht so viel Zeit darin investieren wollt, auch einfach eine kleinere Farm machen. Also, das hier ist ja ein relativ großes Beispiel, das ich jetzt hier vorlege. Ah, da habe ich wieder gefailt. Na, klasse. Egal. So. Auf jeden Fall baut ihr die ganze Schaltung jetzt auch darunter. So lang, bis ihr halt an eurem Schalter angekommen seid. Oha. So, hier noch und da noch, da und da und da. Und es ist wieder irgendeine Scheiße vom Himmel geflogen. Und schon wieder habe ich irgendwas hier aufgemacht. Ja, sowas kann natürlich passieren. Ein bisschen scheiße, dass hier überall Kies ist. Empfehle euch nicht, in der Nähe von Kies irgendwas anzubauen. Das ist keine gute Empfehlung. Was mache ich jetzt hier? Das muss natürlich alles auf der Höhe vom Schalter sein. Sonst kann es nämlich gar nicht klappen. Und ja, ich denke, so müsste es eigentlich klappen. Wenn nicht, gibt es irgendein Problem mit der Schaltung. Ah, da habe ich das Loch reingemacht, sehe ich gerade. Egal. So. Gucken. Wartet. Das kann man ganz einfach testen. Kann man immer gucken. Okay, das hat jetzt nicht alle aktiviert. Das liegt an einem Repeater. Glaube ich. Ja. Also, ich werde jetzt erstmal das Problem nochmal. Nochmal gucken, was das Problem ist. Und währenddessen schalte ich kurz die Aufnahme ab. Und wir sehen uns einfach gleich wieder. So. Ich habe jetzt eine Lösung für das Problem. Ja. Musiker Golf bzw. Bull Arts hat mir ein bisschen dabei geholfen. Und ja. Erstmal braucht man hier unten einen Repeater. Weil das sonst nicht so lange fließen kann, das Redstone. Und natürlich habe ich hier oben ein Loch reingemacht, womit das Ganze zu der Seite hier gar nicht fließen kann. Und ja, das ist ein bisschen hier gefailt dann. Aber egal, das Problem ist jetzt gelöst. Ich hoffe, bei euch ist es dann auch gelöst. Und ja, jetzt kommen wir noch zu der Verkleidung. Dazu könnt ihr zum Beispiel ja, so einen kleinen Berg machen. Deswegen braucht ihr auch die Erde. Braucht ihr nicht unbedingt, aber es ist sozusagen
Ja, jetzt bin ich irgendwie von Xbox Live getrennt, aber egal. Aber es ist sozusagen auch sinnvoll, das sozusagen zu trennen. Ja. Dafür werde ich jetzt einfach mal alles hier zumachen. So. So. Ich hoffe natürlich, ihr habt das Grundprinzip der Farm verstanden. Es ist auch gar nicht so eine komplizierte, wie ihr vielleicht gedacht habt oder wie ihr vielleicht denkt, wie kompliziert so eine Farm ist. Ja. Auf jeden Fall könnt ihr auch mal auf seinem Channel vorbeischauen auch. Denn ja, er war mir auf jeden Fall eine große Hilfe. Ist mir auch oft bei Tutorials eine große Hilfe. Und auch so. Ich will jetzt nicht sagen, er ist ein Minecraft-Experte, aber ja, das Minecraft ist das einzigste Spiel, was er einigermaßen gut kann. Obwohl ich sagen muss, dass COD er auch relativ gut kann. Ja, keine Ahnung. So. Ja, jetzt könnt ihr, je nachdem wie ihr wollt, hier noch Glas oder auch halt Erde drüber machen, dass man halt weiß, wie weit der Weizen, bliblablub, gewachsen ist. Und ja, leider geht mir, glaube ich, zumindest das Glas aus, oder? Könnte knapp werden, könnte sehr knapp werden. Jetzt bin ich auch noch reingefallen. Super. Egal. Auf jeden Fall habt ihr hoffentlich das Prinzip verstanden. Ich werde jetzt noch kurz, auch wenn es jetzt in dem Tutorial eigentlich unnötig ist, noch die zwei Glas holen, weil die irgendwo in der Kiste sein werden. Im Ofen meine ich hier. So. Und schon ist die Farm eigentlich fertig. Jetzt könnt ihr natürlich noch, wie wir hier gemacht haben, aber er hat gerade die Bäume abgefackelt, überall kleine Bäume hinpflanzen, so dass es ein bisschen verdeckter ist. So wie so ein kleiner Wald halt, dass man nicht direkt sieht, wo das halt ist. Und hier natürlich noch die Leitern erweitern und den Raum ein bisschen schöner machen, dass es nicht so komisch aussieht wie hier bei mir. Ich kann euch kurz zeigen, dass es jetzt alles funktioniert. Ja. Also es sollte zumindest funktionieren und irgendwas ist hier wieder gefailt. Weshalb das Ganze nicht geht. Ja, okay. Ja, das war nur ein kleiner Block halt. Kann jedem mal passieren. Ein bisschen den Block versetzt. Jetzt funktioniert aber auch alles, das kann ich zu 100%igkeit sagen. So. Und man sieht, überall wurde hier das Weizen ja, gefällt, was auch immer hat, ja, geerntet sozusagen. Und ja, ich hoffe, euch hat die automatische Weizenfarm gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen oder auch ein Abo da. Auch wenn ein paar kleine Fehlerchen bei mir dabei waren. Ich hoffe, es ist nicht so tragisch, weil das war ja auch nicht meine konstruierte. Ja, weil, ja, ich habe die halt nicht geklaut, aber er hat mir halt erlaubt, dazu ein Tutorial zu machen, weil es halt auf Anfrage eines Abonnenten war. Ja, auf jeden Fall, besucht seinen Channel und bitte schreibt Kommentare unter das Video, was für Tutorials wir machen sollen. Denn mir gehen und auch Micro gehen im Moment die Ideen aus, was wir machen sollen. Und ja, das war es auf jeden Fall von mir. Ja, und ich würde sagen, haut rein, Leute, und bis zum nächsten Tutorial.